Ja, Bruno, für die meisten Angler ist ja Welsangeln eher Ansitzangeln mit Tauwurm, Köderfisch oder anderen Naturködern. Aber man kann die Welse ja auch mit der Spinnrute und Kunstködern fangen. Das ist eigentlich für mich eigentlich die interessanteste Angelart auf Wels, weil man direkt Kontakt hat mit dem Fisch, den Biss bekommt man direkt mit. Und auch sehr abwechslungsreich ist, man kann im Fluss angeln, im Stausee angeln, es funktioniert eigentlich überall, wo eigentlich ein bisschen flacheres Wasser ist. Und mit Köderfisch zum Teil oft verboten und man sitzt dann nur und wartet und so ist man halt aktiv unterwegs. Und was auch ist, man braucht nicht viel Angelrute, ein paar Kunstköder und man kann schon losgehen, auch mal nur eine Stunde oder zwei. Du hattest ja gerade schon die Gewässer erwähnt. Also funktioniert das Spinnfischen auf Wels im Fließgewässer und im See gleichermaßen gut? Ja, würde ich schon sagen. Im Fließgewässer ist es so, dann sind sie eigentlich einfacher zu finden. Man nimmt gewisse Kehrwasser oder tiefe Gumpen. Und die sich dann aufhalten, auch tagsüber. Im Stausee ist dann schwieriger, weil es halt viel größeres Gewässer ist. Aber da gibt es dann auch solche Hotspots wie Krautkanten, Schilfkanten. Und also mit der Zeit dann weiß man auch dann, wo die Waller sich dann auch aufhalten, tagsüber oder abends, wo sie zum Rauben dann entlang ziehen. Das heißt, im Stillgewässer muss man die Fische erstmal so ein bisschen suchen, aber wenn man sie dann gefunden hat, dann klappt es auch gut mit der Spinnrute. Ganz genau. Bei den Fließgewässern, wo muss man da hinwerfen, wo muss der Köder hin? Im Fließgewässer sind es dann solche tiefen Rinnen, Krautkanten oder Kehrwasser. Es bilden sich oft Kehrwasser hinter Büschen, die ins Wasser hängen. Und das sind halt so diese Hotspots, dann, wo die sich da auch länger aufhalten, die Fische. Es geht also darum, die Plätze möglichst genau anzuwerfen? Das ist ganz wichtig, gerade bei Kehrwassern. Also wenn man dann einfach einen Meter zu kurz wirft, dann reagiert der Fisch nicht. Man muss dann schon genau in die Mitte oder so nah wie möglich ans Ufer ran, dass der den Köder im Absinken dann meistens schon nehmen kann, der Wels.
Wann ist denn die beste Jahreszeit fürs Spinnfischen auf Wels? Also ich würde sagen Frühjahr, bevor der Wels ins Laichen geht, bevor die Wels ins Laichen ziehen, die Flüsse hoch, weil sie dann eigentlich sehr, sehr viel fressen und auch sehr aggressiv sind. Und sonst eigentlich die ganze Sommerzeit, wenn es sehr heiß ist, nach dem Ableichen, weil die dann sehr aktiv sind, auch tagsüber. Und haben sehr hohen Stoffwechsel, müssen also viel fressen und dann sind eigentlich die Sommerzeit, je heißer, umso besser, die beste Zeit. Im Herbst eigentlich weniger. Da ziehen die wieder ins tiefe Wasser oder sind nicht so aktiv. Dann ist das Angeln mit Naturköder wieder besser. Genau, Ansitzangeln, wie man es halt so kennt, mit Köderfisch oder jetzt auch diese Pellet-Kalamari-Angelei, ist dann im Herbst wieder besser. Ah, ich sehe, du hast ja hier schon eine Auswahl an Wels-Spinnködern zurechtgelegt. Wann setzt man denn welche ein? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist auch sehr viel Geschmackssache. Von dem Köder, wo man eigentlich am meisten überzeugt ist, mit dem fängt man meistens die meisten Fische. Das ist meiner Meinung nach. Also wir fischen hauptsächlich mit Gummi-Twistern. Ich bevorzuge also sehr gerne Twister, weil die sich sehr stark bewegen. Gerade diese großen Riesentwister mit 7-0, 8-0 bis 12-0 Haken. Ganz wichtig, extrem starker Haken. Dann Blech nehme ich gerne im März, April, weil die, wenn die aufs Wasser ploppen, gerade auch im Stauseebereich, der Wels ist sehr neugierig. Der attackiert dann oft schon direkt nach dem Einschlag. Spinnköder im Fluss dann, bei den langsam fließenden Strecken oder auch mal über Rauschen drüber. Aber sonst in der Regel eigentlich solche auch 15 cm Gummifische. Meiner Meinung nach, die Farbe spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass sie ein gutes Teller haben, dass die auch sehr, sehr gut arbeiten. Da geht alles über Bewegung und Geräusche. Ja. Neue Oberflächenköder auch, ganz interessant, ganz im Flachen. Macht extrem Geräusche. Haben auch sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Vielleicht den Haken austauschen gegen etwas kräftigeren Drilling. Oder einen sehr kräftigen Einfachhaken. Du hast ja gerade schon die Haken angesprochen. Was muss man denn da beachten? Schließlich hat man es ja mit Fischen weit über der 2-Meter-Marke zu tun. Ja, das ist eigentlich das sehr, sehr wichtig, die Haken. Das müssen eine absolute Qualitätshaken sein. Da gibt es welche, die sehen genauso gleich aus, aber ein Waller mit 1,50 Meter, der Haken hängt irgendwo nicht hier links und rechts im Weichen, sondern auf der Platte, dann biegen die sich ja auf wie nichts. Also das ist sehr wichtig, absolute Qualitätshaken, VMC, Ohno, Gamakatsu, hochwertige Haken. Weil sonst kann das sehr leicht das hier passieren, wie bei dem hier war. Der Haken hing oben auf der Platte und harter Drill und der Haken ist aufgebogen, Fisch ausgeschlitzt. Schade, sehr großer Fisch, habe ich extra aufgehoben. Gibt jetzt auch diese Haken hier, die haben also extreme Spitze, wenn man das schaut. Also die sind auch extrem scharf und die, muss ich sagen, die bevorzuge ich jetzt absolut. So gut wie keine Aussteiger mehr. Und wenn der Haken drin ist, ist er drin. Das heißt, man sollte also unbedingt Wert auf Qualität auch bei diesen Kleinteilen legen. Absolut, das ist absolutes Muss, dass die Qualität vom Haken stimmt. Bindest du die Kunstköder direkt an die Hauptschnur oder verwendest du spezielle Wirbel? Ja, verwenden wir hier also auch wieder sehr hochwertige Wirbel, mindestens 100 Kilo Tragkraft. Und müssen halt auch die Karabiner sehr stabil sein. Ich habe schon etliche gesehen, die leider durch so einen Wirbelbruch den Fisch ihres Lebens verloren haben. Und das ist immer ärgerlich. Man spart auf 50 Cent und verliert den Fisch seines Lebens. So wie diese Wirbel jetzt. 100 Kilo, passiert gar nichts. Und der kann ruhig größer sein. Den Waller interessiert das nicht. Der sieht das nicht. Wie groß. Die haben so kleine Augen. Gar kein Problem. Ja, über Köder haben wir ja gerade gesprochen. Kommen wir jetzt zur Rute, zur Rolle und zur Schnur. Wie muss da die Gerätezusammenstellung aussehen? Ja, zur Rute ist so, dass handelsübliche Ruten, also so hochwertige Ruten, leichte Ruten mit ungefähr 2,70, 3 Meter Länge, Wurfgewicht bis 180 Gramm. Da gibt es auch welche Ruten jetzt, die eigentlich eine sehr feine Spitze haben und dann ein sehr starkes Rückgrat. Das sieht man dann hier oben an der Spitze. Das heißt, beim Einsaugen geht die Spitze ein bisschen mit. Das sind dann manchmal diese 3-4 Zentimeter, was es ausmacht, dass der den Köder richtig einsaugt und ein gutes Rückgrat. Aber da gibt es sehr viele Ruten auf dem Markt, solche Spinnruten, die auch sehr gut sind, qualitativ. Und bei der Rolle das Gleiche, nicht zu große Rollen, dass sie nicht zu schwer sind. Wenn man da 2 Stunden mit der Spinnrute geht, geht es schon in die Schulter. Aber solche Diver-Rollen, 4500er oder Shimano-Rollen, 4000er, 5000er,
da lege ich sehr Wert darauf, dass das Qualität ist. Wobei die Rolle eigentlich sehr günstig ist und das bisher jeden Fisch gepackt hat. Aber da Rolle, die sollte auch sehr, sehr, sehr gute Qualität haben, weil man oft den Fisch brutal rannehmen muss. Sonst flüchtet er irgendwie in Unterwasserhindernisse, in Bäume rein. Deshalb sieht man auch hier, ich fische halt extrem starke Schnüre. Das sind 60 Kilo Tragkraft, weil für mich gibt es keinen Grund, eine Dünner zu verwenden. Wenn man eine Dünne nimmt, muss man auch ein Vorfach vorschalten mit 80 oder 100 Kilo. Und ich erspare mir das Vorfach, habe auch dafür eine 60 Kilo Schnur. Und da kann ich natürlich den Fisch voll rannehmen, weil über die Aktion der Rute ist das sehr schwer, diese Schnur abzureißen. Und mit dieser Schnur erreiche ich auch locker Wurfweiten mit 30 Meter, 40 Meter mit den Blinkern. Also wie gesagt, 60 Kilo Tragkraft. Sieht ein bisschen brutal aus, aber wir haben Fische, wir werden das noch sehen. Sehr große Fische, die man halt dann auch dann mit so einer Schnur halt sehr, sehr hart drillen kann. Lege ich großen Wert drauf. Ja, bei so großen Fischen ist der Drill und die Landung bestimmt eine heikle Sache. Worauf muss man denn da achten? Ja, die Drills, die sind eigentlich immer ziemlich brutal oder halt, man muss den sehr, sehr kräftig drillen. Weil wenn man dem einfach zu locker, einen großen Waller zu locker drillt, dann nimmt der Schnur gerade im Fluss, dann nutzt er die Strömung und geht die Strömung ab und zieht er die Rolle leer. Also deshalb auch starke Schnur, dass man den sehr stark rannehmen kann und der Drill dann auch nicht zu lange geht. Landung ist auch immer so ein Ding, immer nur wenn er komplett ausgedrillt ist und wenn möglich mit Handschuhen. Sonst passieren solche Geschichten hier. Das ist dann auch recht schmerzlich. Einmal ohne Handschuhe und dann hat man da noch 2 Wochen lang Erinnerung dran.